Freunde, ich bin gerade beim Zua Frontex und zwar verkauft er gerade alle seine Sachen, weil er quitten möchte. Da würde ich sagen, schauen wir doch mal direkt rein. Wo bin ich denn hier? Hallo? Das ist ein fettes Ding hier. Ich schreibe auch mal direkt an den Zua Frontex. Warum quittest du denn? Und was verkaufst du? So, da würde ich mal sagen, wir gucken mal, weil es ist auch oft so, dass Leute sagen, sie quitten. Wenn ihr nicht wisst, was das heißt, hier schreibt das wieder. Will jemand Stuff von mir kaufen, werde erstmal quitten, keinen Bock mehr. Also quitten heißt, dass er den Server verlässt und wahrscheinlich einfach alle seine Sachen löscht oder halt nie wieder online kommt. Und deswegen verkauft er eben gerade noch seine Sachen. Die Frage ist nur, warum verkauft er diese... Wer bin ich denn? Bah! Leute! Ich bin ein kleiner Muskelmann, aber ich bin nackt. Bäh! Okay. Ja, moin. Okay, alles klar. Wie auch immer, Freunde. Wir gucken mal, ob der scammt oder nicht. Also, oft sagen das auch Leute, dass sie quitten, obwohl sie eigentlich gar nicht wirklich quitten. Und ja, wir gucken mal, ob der uns antwortet. Ich spamme dir mal an, was verkaufst du? Dann schauen wir mal. Ey, Leute. Der schreibt die ganze Zeit, ob jemand was kaufen will. Und ich spamme die ganze Zeit rein. Ja, ich. Ich schreibe jetzt wirklich zum 10. Mal oder so. Ich kaufe, habe ich auch gerade. Ich spamme nochmal an. Ich kaufe zu Frontex wirklich. Wenn du verkaufen willst, dann verkauf mir doch endlich was, wenn du doch eh quittest. Aber der juckt sich dafür einfach nicht, Freunde. Der schreibt gar nichts. Hallo, Zua Frontex, bist du denn da? Vor allem, der schreibt immer noch im öffentlichen Chat, ob jemand kaufen will. Aber er antwortet einfach nicht. Hallo, was ist das für einer, Freunde? Vor allem, wenn man quittet, warum geht man dann nicht einfach vom Server und schreibt... Also, ich finde eh Leute, die quitten und dann noch 10-mal schreiben, dass sie jetzt quitten, eh ein bisschen seltsam. Weil warum geht man nicht einfach vom Server? Aber, ja, offenbar will er gar nichts verkaufen. Also ich versuche es jetzt noch einmal, Freunde. Ich kaufe, wenn du aufhörst, fang wenigstens... Warte mal, was? Achso, ich schreibe jetzt nochmal Folgendes, Freunde. Ich kaufe, antworte jetzt oder ich bin weg. So, das spamme ich ihn jetzt nochmal an hier mit dem Text, Freunde. Wenn er jetzt nicht antwortet, dann glaube ich gar nicht, dass er überhaupt verkaufen möchte. Dann will er einfach nur schreiben, dass er quittet. Und dann können wir ihm auch nicht helfen, Freunde. Dann muss er halt quitten. Ich glaube, er antwortet jetzt auch nicht, oder? Er schreibt einfach nur in den Plot-Chat, bitte spam mich nicht voll. Ey, ganz ehrlich, Freunde, Zua Frontex, wenn du quitten willst, dann geh einfach vom Server. Aber dann geh auch wirklich offline und spam nicht den Chat voll, dass du quitten möchtest. Und wir gehen jetzt einfach zu ihm anders, Freunde, weil das, also das ist ja richtig, also ich finde das ein bisschen blöd so. Egal, gehen wir woanders hin. Hier, Don't Chano verkauft Beacons für 1,5k. Das klingt doch einer ganz guten Sache. Ja, wir haben hier einen kleinen Noob-Shop, Freunde. Den unterstütze ich gerne. Da würde ich sagen, kaufen wir erst nächstes Mal ein. Ich schreibe auch mal direkt hier Don't Chano. Warte, den richtigen. Don't Chano. Ich kaufe. Und mal gucken, ob der wenigstens jetzt antwortet, weil der andere hat es nicht getan. Der hatte offenbar gar keinen Bock zu verkaufen. Der wollte nur allen erzählen, dass er quittet. Gucken wir mal, ob der dazu Lust hat. Hallo? Antwortet er jetzt auch nicht. Ey, komm schon. Wenn das jetzt hier auf Citybuild 8 typisch ist, ne, dass kein Mensch mehr antwortet, Freunde. Komm schon. Ich kaufe, Mann! Was? Ah! Okay, wir gehen zum nächsten Shop. Wieso hast du so eins? Warte. Ach so. Ah ja, okay, der hat sich wahrscheinlich totgelacht wegen meinem Skin. Ich schreibe mal mein kleiner Bruder. Ich tue mal so, als wäre mein Bruder das gewesen. Brauche aber dringend Beacons. Hast du welche? So. Er schreibt, guck mal, der antwortet jetzt auch. Das ist richtig gut hier. Er schreibt, okay, und ja, er hat Beacons, das ist schön. Ich biete immer 1,4k. Er hat ja gerade die angeboten für 1,5k. Und ich guck mal ganz kurz auf Griefer-Wert, was denn ein Beacon kostet. Oh, ich sehe gerade eine Sache, Freunde. Ein Beacon ist leider gerade sogar nur 1000 Dollar wert. Also 1050 Dollar ist wirklich, wirklich sehr günstig. Da gucken wir mal. Da muss ich echt sagen, 1,45 ist zu teuer. Ich schreibe mal, laut Griefer-Wert ist der nur 1k wert. Machen wir 1,2k. Ich biete immer 1,2k, mal gucken, ob der da Bock drauf hat. Weil das ist, glaube ich, definitiv ein bisschen teurer. Andererseits, wir wollen auch einen kleinen Shop. Griefer Games ist mir egal, ich scamme ja eh nicht. Okay, wir unterstützen eh kleine Shops. Ich schreibe mal, okay, Deal. Dann machen wir 1,3k, dann... ich habe gar kein Geld, sehe ich gerade. Wir müssen mal ganz kurz hier dem Dynamo ein bisschen Geld geben, Freunde. Zack, jetzt haben wir ein bisschen Kohle. Und jetzt pay ich einfach mal dem Don't Enchanto 1300 Dollar und schreibe direkt mal, hab... bezahlt. So. Mal gucken, ob wir dann auch was kriegen, Freunde. Moin. Der brennt einfach. Lul. Stellt sich selber in die Flamme, oder was? Don Chano, hallo. Kann ich bitte meinen Beacon jetzt haben? Wo rennt der denn jetzt hin?
Da ist noch Wasser, genau. Geh ins Wasser, geh ins Wasser. Gut. Ja, sehr gut. So. Don Chano. Hab bezahlt, schreibe ich nochmal. Was macht denn der jetzt hier gerade? Da, da ist der Beacon. Okay, super. Drop ihn bitte, Don Chano. Ich will jetzt extra ein kleines... Warum gehst du denn immer ins Feuer, Mann? Don Chano, warum gehst du denn immer ins Feuer, Alter? Ist das dein Ernst? Warum geht der... Er ist gestorben. Wow. Ich sammle mal die Sachen ein für ihn. Hier, warte, Don Chano. Der hat übrigens noch voll viele Start-Items. Hier, bitte einmal deine Sachen. Viel Spaß damit. Jetzt schreibe ich mal Drop mal den Beacon. So. Es gibt's doch gar nicht, Freunde. Also auf City mit 8, ne? Da wird echt viel gehandelt, muss ich sagen. Aber ich habe das Gefühl, es sind einige dabei, die echt keinen Bock haben irgendwie auf gutes Trading. Du hast doch den Beacon. Ich hatte den doch im Inventar. Nein, ich habe den Beacon nicht. Nein, du hast den. Hat er den in die EC gepackt oder was? Don't Chano? Nee, hat er den mit Inf? Inf C Don't Chano. Du hast ihn in meiner Hand gesehen, oder? Ja, jetzt gib einfach keine Lust auf Spielchen. Freunde, mir kribbelt's gerade unter der Haut. Ich habe echt keinen Bock gerade drauf auf irgendeine Diskussion, ob ich den Beacon habe oder nicht. Ich will einfach meine Ware. Und jetzt hast du ihn. Ich schreibe nein. Gib her oder du scamst. Bruder, du hast den in meiner Hand gesehen und ich bin gestorben. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Jetzt muss ich wirklich mit dem diskutieren, wo der Beacon ist. Ich wollte einen kleinen neuen Shop unterstützen. Und ich glaube echt, der scammt jetzt, Freunde. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Don Chano, ist das jetzt dein Ernst? Mir ist ganz egal, wo der ist. Ich habe bezahlt und will die Ware. Her damit oder Scammer. Also ich mache jetzt mal wirklich jetzt hier, ich gehe richtig drauf, Freunde. Wir gehen jetzt mal hardcore, sagen wir was an. Er schreibt, ich bin gestorben und hatte den im Inf, du Scam. Der schreibt jetzt, ich scamme. Ich habe den halt definitiv nicht, Freunde. Guck mal, der ist ja auch nicht, also der hat ja auch nicht gedroppt. Ich habe es ja gesehen. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist, dass der oben hier, also ganz ehrlich, der hat erst gebrannt und dann hat er plötzlich wieder gebrannt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er absichtlich hier in das Feuer gegangen ist. Ist das vielleicht hier in der Truhe irgendwas? Ich mache mal gerade Folgendes. Ich cheate mir gerade mal ein paar Rechte, Freunde. Ich gebe mir einfach mal ein paar Plot-Rechte, okay? Ich mache mal Folgendes hier. Ich schreibe dir mal Folgendes hier, dem Don Chano. Darf ich mal in deine Truhen gucken? Und hast du keine anderen Beacons, um mir meine Ware zu geben? Ich kann mir gut vorstellen, willst du mich noch mehr scammen? Er denkt wirklich, oder er sagt halt, ich scamme. Ist das mies, Freunde? Ich gucke jetzt einmal in die Truhe hier rein. Aber ich muss mal ganz kurz hier, jetzt müsste es eigentlich gehen. LOL, da ist einfach der Beacon. Ja, moin. Ja, moin, du Schlingel. Er hat ihn doch safe da oben reingetan gerade, als es hier gebrannt hat. Da hat er den safe, bestimmt, als ich noch unten war. Warte, ich gucke jetzt in die anderen Truhen noch hier vorne. Hier sind, okay, ich dachte schon, dass ein Beacon ist. Ne, hier sind nur Diamanten. Ah ja, Freunde. Aber ich glaube, der ist nicht so reich. Guck mal, der hat nicht viel. Der hat einfach nicht viel. Ich tue dem jetzt mal richtig, Freunde. Ah. Habe den Beacon gefunden. Danke für den fairen Trade. Schönen Tag noch. Er schreibt jetzt, warte was. Guck mal, er geht direkt gucken. Oh, er ist so enttarnt worden, Freunde. Guck mal. Er guckt direkt in die Truhe, ob der noch drin ist. Da guckt er direkt, Freunde. Hier, guck mal. Jetzt habe ich einfach den Beacon. Er wollte jetzt einfach scammen, Freunde. Ich wollte doch nur einen kleinen Job unterstützen, da macht er so eine Scheiße. Don Chano, ehrlich, das ist richtig uncool jetzt von dir. Richtig uncoole Aktion. Er schreibt jetzt, er tut so, als würde es sich auffallen. Er hat ihn einfach, oh Gott, und er wusste es auch ganz genau. Das war so mit Absicht. Oh, ist das ein mieser Scam. Freunde, ganz ehrlich, der ist zwar neu, aber das ist mir egal. Es ist mir einfach egal. Wir machen jetzt Folgendes hier. Wir machen jetzt Folgendes. Ich gehe jetzt hier zu Dynamo. Und mache jetzt mal mit dem Abgabe-Account eine TBA All. Jetzt kommen hier ganz viele Leute hin. Und ich setze das Grundstück jetzt auf den Dynamo. Weil ihr wisst, was mit Scammern passiert. Wer auf Griefer Games scammt und dabei erwischt wird, dem sein Haus werden wir kaputt machen. Ganz egal, ob das ein Anfänger ist oder nicht. Der hatte zwar nur einen Beacon. Aber das ist nicht mein Problem, Freunde. Das Haus hier wird freigegeben als Community Grief. Auch wenn das ein neuer Spieler ist. Er schreibt jetzt auch Abge. Ich schreibe mal, ja, du wurdest auf frischer Tat erwischt. Er schreibt, du hast doch den Beacon, schreibt er jetzt. Ja, und du hast gescammt. Ich habe den Beacon halt nur, weil ich ihn aus der Kiste genommen, mit Admin-Rechten rausgenommen habe. Und nicht, weil du ihn mir freiwillig gegeben hast, Don Chano. Das heißt, du hast mich mies abziehen wollen. Das wissen wir beide. Jetzt erzähl keinen Scheiß. Er schreibt, ich bin gestorben. Ich habe gar keine Lust zu diskutieren. Mit Scammern zu diskutieren bringt einen nirgendwo hin. Das ist immer scheiße.
Das reicht so. Es reicht mir einfach so, Freunde. So, und jetzt machen wir P-Trust-Sternchen. Also viel Spaß hier dabei, einfach das ganze Grundstück auseinanderzunehmen, liebe Community. Er schreibt jetzt Beleidigung zurück. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Freunde. Also das ist wirklich... Oh, ich wollte doch nur einen kleinen Shop unterstützen und jetzt sowas. Oh Gott. Na gut. So ist es halt, Freunde. Man kann nichts dagegen machen. Man weiß niemals, wer halt scammt. Ich muss auch sagen... Ja, der ist, ich glaube echt, der wollte eigentlich gar nicht so hart scammen, aber der hatte wahrscheinlich gar nicht viel, wisst ihr? Soll ich dem mal das Geld lassen? Also eigentlich würde ich ja sein Geld noch löschen, Freunde. Der hat ja immerhin, warte, ich guck mal eben nach, der hat aktuell... $5000 hat der Typ. Lol. Soll ich ihm die $5000 mal lassen, Freunde? Ich glaube, ich lasse ihm. Wir machen Folgendes, wir lassen ihm die $5000 und schreiben wir zurück. Du darfst die 5k behalten, weil du so ein... armer Scammer warst. Aber bitte hör auf zu betrügen. So, also $5000 lassen wir ihm, dann kann er damit neu anfangen. Und liebe Community, ihr dürft natürlich das Haus hier auseinandernehmen. Ich guck mich gerade mal um. Ja, hier wird schon richtig fleißig gerade alles sehr, sehr... Das geht sogar noch tief runter. Der ist ja gar nicht so neu. Der hat hier richtig viele Etagen. Ich meine, man sieht, das ist alles billiges Material und so. Also der ist nicht reich. Der ist sicherlich erst höchstens eine Woche auf dem Server, würde ich sagen. Der hat noch nicht so viele Sachen, aber hat doch einen ganz großen Keller eigentlich. Also, lol, hier geht's ja richtig ab noch. Okay, der verliert doch einiges. Alter. Leute, gönnt euch diesen Keller. Ich droppe auch gerade mal den Beacon hier noch an irgendeinen, der den haben möchte. Hier bitte einmal. Mini, den kannst du dir einsammeln. Ich würde sagen, Folgendes. Schreibt da noch irgendwas zurück. Ich schreibe noch bitte hier auf zu betrügen. Okay, mal gucken, ob der das jetzt noch zurückschreibt, dass er wenigstens aufhört damit. Aber wenn ich den bald nochmal sehe, den Don Chano, dann gibt's für den auch einen Bann. Er schreibt einfach, okay. Oh je, Freunde. Na gut, ich würde sagen, das war's auch mit diesem Video dann. Ich hoffe für Don Chano, wir sehen uns nicht wieder, weil wenn wir uns wiedersehen, banne ich dich sogar für 30 Tage und lösche wirklich alles. Das ist jetzt mal ein kleiner Warnschuss. Denkt doch bitte an den Daumen nach oben, abonniert den Channel hier, habt noch einen schönen Tag, haut rein, bis dann und tschüss!